Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal ein bisschen Neuner schießen und zwar mit dem Gerät, was hier drin ist. Und das holen wir jetzt erstmal gleich raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. So, wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Natürlich noch abgeschlossen. So, jetzt ist auf. Voila! Ha. Ein ganz kleines, klitzekleines Gewehr. Okay, machen wir es mal ein bisschen länger. Ist noch eine Safety Flag drin. Tja, damit geht es heute mal ein bisschen auf Stahl, Fallplatte und so weiter. So, als erstes machen wir mal ein paar Magazine voll. Da haben wir ja genug von und da kommt jetzt ein bisschen Neuner rein. Ich werde heute versuchen, ein bisschen auf Schnelligkeit zu gehen. Ich übe also Fallplatte und Stiel gleichzeitig. Ich zeige euch gleich mal, was ich aufgebaut habe, so dass ich verschiedene Übungen abfahren kann. Ich habe mir extra ein bisschen Zeit genommen und das alles schick gemacht, damit ich euch da ein bisschen mitnehmen kann. Ihr kennt das ja, das bedarf immer einiger Vorbereitung. So. Ja, wir haben nur kleine Magazine, 10er, weil 20er sind ja zu gefährlich, wisst ihr. Ja, also müssen wir den Quatsch mit den 10ern mitmachen. Ich möchte mal wissen, wohin das noch geht, diese ganze Reise, wenn wir uns nicht anstrengen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was anderes fordern, denn sonst geht das immer so weiter. Ich hätte natürlich auch den Lader nehmen können, den Ublulla zum Beispiel, aber leider habe ich den nicht mit. Also werde ich alles schön mit dem Daumen laden. So, die Ziele sind aufgebaut. Ihr seht hier auf der Seite die Stahlziele und auf der Seite die Fallplatte. Und hier werde ich einfach mal ein bisschen üben und mal sehen, ob die Waffe noch eingeschossen ist. Das ist das Erste, was ich mache. Zumindest gehen die Stahlscheiben, die Plates, die funktionieren. Und jetzt werde ich mal sehen, dass ich die Fallplatte ein bisschen besser drauf kriege. Und dann zeige ich euch nachher mal das Ergebnis. Runde. Ja.
wenn ihr diesen ganzen Kram anfasst, fasst das mal mit Handschuhen an, weil es immer ordentlich Blei drauf. So. So, jetzt machen wir mal. Ich habe abgenommen. Komm vom Sport. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir auf 50 Meter und gucken mal, ob 9er auf 50 noch gut trifft. Ich bin mal gespannt. Ha! Erster Schuss, Scheibe abgefallen. Scheint gut zu funktionieren. Tja, es geht. Das freut mich nochmal. Und jetzt werde ich mal versuchen, die Fallscheiben komplett abzulegen. Mann, Mann, Mann. Ja, ihr habt gesehen, das funktioniert. Das heißt, auf 50 Meter, aber leider nur jeder zweite Schuss. Und ich habe festgestellt, ich muss ziemlich unterhalten. Das heißt, das Geschoss steigt. Ich musste also bestimmt 5 bis 10 cm unter die Plate halten, damit die gefallen ist. Und ich weiß den ganz genauen Anhaltepunkt noch nicht. Deshalb erst jeder zweite Schuss. Ist auch ganz schön klein mit dem, mit dem kleinen Rotpunkt, den ich nur habe. Aber es funktioniert, ne? Und das ist schon sehr interessant. So, ich werde jetzt mal ein bisschen konzentrierter schießen. Mal sehen, ob das dann besser funktioniert. Ja, das ist eine reine Übungssache. Schönes Wetter heute, dann macht das Spaß. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war's für heute. Ich habe ein bisschen 9er Training gemacht und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war super Wetter, ein bisschen windig, aber das hat mich hier nicht gestört. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video ein bisschen gefallen. Heute mit der Schmeisser A15-9, also 9er, bisschen Training. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.